Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ignorum zu einem neuen Part. Pokémon, die gelbe Edition, ja, in der gelben Stadt. Passt ja ziemlich. Mit dem Zwergenfürst, im letzten Part haben wir direkt hier aufgehört, bei der Slivcone-Bürogebäude. Der Bürogebäude, ja, ist klar. Heute würde ich mal sagen, schauen wir mal rein, was in Slivcone so passiert. Und versuchen mal, ja, den Weg zum nächsten Orden zu finden und was für eine Musik. Und ja, uns in der Stadt ein bisschen umzuschauen und zu gucken, wie wir in der Story weiterzukommen. Ja, Sätze formulieren ist heute ein bisschen schwierig. Wie wir im Spiel fortschreiten können. Okay. Gruselige Musik, aber nichts los hier in der Eingangshalle. Fahrstuhl. Ja, ich entschuldige mich schon jetzt, wenn das Bild. Oha, Team Rocket! Wenn das Bild ein bisschen spiegeln sollte. Kommt heute vor. Ist ein bisschen. Ja. Kameraaufnahme und so weiter. Muss nicht weiter reden. Oha! Hier wimmelt es scheinbar von Team Rocket rübeln. Die werden wir dann mal besiegen. Da ist schon der Erste. Der wird uns direkt mal herausfordern. Hey Kleiner, was machst du hier? Und da haben wir unseren ersten Kampf im heutigen Part. Team Rocket Rümpel möchte kämpfen. Und Team Rocket setzt Golbat ein. Ja, war klar. Los, Glutexo. Glutexo gegen Golbat. Level 25, okay. Dürfte machbar sein. Glut. Okay. Hält doch einiges aus. Einmal Zerschneider was probiert. Okay, das bringt mehr. Dann werde ich es einsetzen. Super Schall. Schlug fehl. Ich noch einmal Zerschneider. Okay, noch einmal Zerschneider. Dann haben wir es. Dann haben wir das Glurak. Quatsch, das Golbat besiegt. Das Glurak besiegt. Ja, das wär's. Team Rocket setzt Glurak ein. Dünkel. Eine Attacke, die den Bildschirm schwärzt. Schwärzt. So in etwa. Golbat wurde besiegt. Glutexo erhält einige EP-Punkte und erreicht Level 27. Oha, wie viele Pokémon hat der denn? Alter Schwede. Zubat. Nein, ich möchte weiterkämpfen. Ich hab weiter, bis du K.O. bist, Glutexo. Alter Schwede. Gleich der erste Trainer hier. 5 Pokémon. Ja, 5, wollte gerade 6 sagen, aber ich glaube, es waren nur 5. Ja, Glutexo ist verwirrt. Schön. Viel. Ah, okay. Noch einmal Zerschneider. Komm, Zerschneider. Mach es alle. Auch wenn du verwirrt bist. Spitzenklasse. So, das nächste bitte. Team Rocket wird und Zubat in den Kampf geschickt. Ja, genau. Zubat schickt Team Rocket in den Kampf. Nicht andersherum. Zubat und Golbat hier im Kampf. Ach je. Yeah. Ist nicht mehr verwirrt. Das ist schon mal schön. Ist eine gute Nachricht. Konfustrahl. Die Attacke, die den Himmel verdunkelt. Nee, ist klar. Ist wieder verwirrt. Schön, schön. Konfustrahl. Attacke schlug fehl. Okay. Ich nochmal Kratzer, Zerschneider. Ich setze mal dieselbe Attacke ein, weil sie effektiv ist. Na komm, Attacke schlug weh. Was? Nein! Zerschneider, zack, zack. Mach's zu Ende, bring's zu Ende. So, wie viele haben wir noch? 2 haben wir noch. Da waren es nur noch 2. Ein Radikal, oha. Das nenne ich aber eine radikale Handlung. Badumts. Wortwitz am Stissel. So, dann mal reingehauen. Ich meine nicht dich, Radikal, du sollst nicht reinhauen. Und das Glurak, das Glutexo, das soll reinhauen.
Chimango Texo schon Glurak genannt. Ja, in freudiger Vorerwartung. Vorerwartung, das ist kein Wort. Da ist es hin, das Glutexo. Wie wär's denn mit einem Pikachu? Pikachu, Donnerschock. Genau. Und das war's. Da war es geschehen um Radikal. Pikachu erreicht Level 25. Team Rocket wird Zubat in den Kampf schicken. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein, ich möchte Pikachu behalten im Kampf. Pikachu wird doch wohl Team Rocket besiegen können. Ja. Ist ja seine Lebensaufgabe, dass Pikachu die Pokémon von Team Rocket besiegt. Ja, das ist irgendwie die vom Schicksal vorgesehene Aufgabe für Pikachu. Und das hat es mal wieder erfolgreich geschafft, auch in diesem Kampf gegen Team Rocket. Ich bin ein Versager! Zwei gewinnt 750 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Team Rocket Rübel Nummer 1 hervor. Ja, da ist schon Team Rocket Rübel Nummer 2. Okay, da ist ein Professor. Ein Wissenschaftler, der uns herausfordert. Hau ab, du hast hier keinen Zutritt. Werden sie mir aber Zutritt verschaffen. Das hat was gebracht. Magneton wurde besiegt. Zwecke besiegt den Forscher. Nicht schlecht. Herr Specht. Zwecke gewinnt 1400 Pokédollar und sie geht sicherlich aus dem Kampf gegen den Forscher hervor. Ja, können wir hier denn weiter? Gibt es hier irgendwas Interessantes? Nein. Noch ein Kampf gegen noch einen Forscher. Ah. Ich werde hier noch so einige Kämpfe gegen Forscher machen müssen, wie es ausschaut. Geht sich gleich aus dem Kampf gegen den Forscher hervor. Okay, die Wand ist versperrt, der Weg ist versperrt. Er wird zwar nicht gehalten von denen, die tot sind, doch die Toten halten ihn. Nein, die Toten halten ihn nicht. Der Weg ist aber trotzdem versperrt. Okay, wer bist denn du? Dachchen. Ob dies Lefko schon erledigt ist... Wahrscheinlich nicht. Er ist ein Angestellter, wie es ausschaut. Ich werde die Slivko retten. Sprachfehler. So. Hier sind wir wieder dort, wo wir angefangen haben. Das ist eine neue Etage. Scheinbar war das die falsche Etage. Scheinbar waren wir schon wieder oben. Nee. Okay, scheint die erste Etage gewesen sein. Warum konnte ich dann mit dem Fahrstuhl in die Etage 1 fahren? So, und weiter geht's. Ich schaue mich hier auf Etage 2 um. Okay. Ach, da sind wir jetzt... Was? Achso, ja. Ist jetzt Etage 3, wie es aussieht, oder was? Tja. Wenn hier irgendwo Schilder wären, auf welchen Etagen ich bin. Das wäre doch schön, oder? Ja, wahrscheinlich eher nicht. So, ich gucke hier mal trotzdem mal rum, ob ich hier irgendwo einen Weg finde zu einem Ziel. Hier gibt es erstmal ein Item. Zwecki findet Calcium. Schön. Auch ein Calcium mal gefunden. Das hat jetzt was gebracht, da lang zu laufen, nur für das Calcium. Ja, das Calcium unseres Körpers. Ja. Wertvolle Energie für den Körper. Ein Kampf gegen einen Rüpel von Rockets. Das wird heute hier wohl sehr häufig vorkommen. Noch. Ja, noch und nöcher wird das hier passieren. Mal den A-Knopf drücken. Team Rocket setzt Tragusso ein. Ja, Tragusso heißt das Ding. Schön. Dann setz mal was ein. Ach so, nein, ich muss erstmal was einsetzen. Mega Hieb, wie wär's denn damit? Boah, kann man machen. Verteidigung sinkt. Ich setz nochmal Mega Hieb ein. Zur Abwechslung zu Schaufler. Oh, hat's nicht ganz geschafft. Okay, dann muss ich nochmal draufhauen mit Steinwurf. Machen wir's. Zack. Da war das Tragusso erledigt. Beliebt. Was wollte ich sagen? Beliebt? Keine Ahnung.
was daraus kommen sollte. Ah, komm zu dir, Zwergi. Reden muss man können. Schaufler, das muss man erst lernen. Das Reden. Schaufler, damals besiegt. Ein One-Hit. Perfekt. So will ich es doch haben, so will ich es sehen. Zwergi besiegt die Rocket. Was klappert da im Hintergrund hier? Was gibt's im Betten? Kann ich mich drauf ausruhen und mich heilen beim Schlafen? Scheinbar nicht. Scheinbar kann ich das nicht. Okay, der bemerkt mich nicht. Ich laufe nicht rechts neben dem vorbei, aber der bemerkt mich nicht. Ja. Die Wand. Hier waren wir doch schon. Hier haben wir den Typ doch schon getroffen. Ah ja, okay, da sind wir wieder. Schön, jetzt weiß ich, wo wir sind. Oder wie? Wo soll ich? Läuft. Oha, Team Rockets läuft mir entgegen und fordert mich zum Kampf heraus. Stopp, hast du einen Termin beim Boss? Nö. Verschaffen. Wurde besiegt. Trainer wurde besiegt. Spitzenklasse. Okay, du darfst durch. Zwergi gewinnt 750 Punkte und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Trainer hervor. Ja, dadurch. Das hat mich ja sonderbar aufgehalten hier. Vor der Wand. Ist das der Boss oder was? Da muss ich wohl scheinbar hin, aber da komme ich hier nicht lang. Und du hast ja das Stück Wand bewacht oder was? War deine Aufgabe. Ja, sehr schön, das hast du aber fein gemacht. Weiter runter. Vielleicht komme ich hier entlang zu dem Bosskampf. Okay, hier waren wir schon mal. Irgendwie waren wir hier schon. Kommt mir bekannt vor hier die Sache. Okay. Das sieht gut aus. Oha, noch ein Forscher. Ja, da bin ich reingerannt. Mein Pokémon erwartet dich. Etc. einsetzen, falls ich welche habe. Forscher möchte kämpfen. Forscher setzt Elektroball ein. Georg. Dann mal Schaufner, wie wär's damit? Wenn ich da überhaupt noch AP habe, Attackenpunkte. Falls das noch möglich ist. Scheint es noch möglich zu sein, zumindest für diesen Elektroball. Ist gegen Spezialattacken immun. Georg setzt Schaufner ein. Attacke gegen daneben. Okay. Das soll auch vorkommen. Dann halt Mega Hieb. Komm, setz Mega Hieb ein. Das dürfte effektiv sein. Ja, geht so. So, lala. Ultraschall. Jojo. Mega Hieb. Und nochmal ein bisschen was. Ein ganz kleines bisschen müssen wir ihm noch abziehen. Dann ist er K.O. Der Elektroball. Es ist K.O. Das Pokémon. Ach, Level 36. Versucht Erdbeben zu erlernen. Erdbeben ist eine gute Attacke, die erlerne ich dir und gerne. Die kannst du nehmen. Soll eine andere Attacke zugunsten von Erdbeben vergessen werden? Welche Attacke soll vergessen werden? Finale, Mega-Hieb, Steinwurf, Schaufler. Steinwurf? Ja, ich würde sagen Steinwurf 1, 2. Schwupp! Georg hat Steinwurf vergessen und Georg lernt Erdbeben. Juhu! Zwergi besiegt Forscher! Und haben am nächsten Kampf wieder eine neue Attacke, die wir testen können und einsetzen können. So, geht siegreich aus dem Kampf hervor. Und weiter hier. Und weiter hinauf, weiter am Text. So. Sind wir wieder hier im Gang. Ich will nicht in die Gänge, ich will weiter zum Chef. Wo ist euer Chef? Ich möchte euren Chef treffen. Okay, da steht jemand vor und beschützt einen Gang. Vielleicht müssen wir da rein. Ja, das sieht gut aus. Da müssen wir wahrscheinlich rein. Wenn da schon jemand vorsteht, dann müssen wir da definitiv rein. Na dann auf. Du wagst es, dich Team Rockets zu widersetzen. Ja, ich wage es, mich Team Rockets zu widersetzen.
solange es meine Pokémon zusenden lassen, solange ich mein Pokémon-Team noch bedienen kann, solange das noch nicht Game Over ist. So, den haben wir besiegt. Lässt er mich vorbei. Okay, was haben wir hier? Sie müssen es wegen unserer Pokémon-Produkte auf die Sifco abgesehen haben. Die Sifco, ja. Die Sifco. Da sufft alles hier rum. Die Rocket benutzt die Pokémon bei dem Versuch, die Welt zu erobern. Ja, soll es. Ich werde es daran hindern, wie immer. Team Rocket hat die Kontrolle über das Gebäude übernommen. Ja, sowas in der Art habe ich mir auch schon gedacht. Oh je, Mini, bitte hilf mir. Schau ihn dir an, den Feigling. Ja, sind wir jetzt hier nur reingegangen, um den Opfern hier zu sprechen? Die werden auch von den beiden hier bewacht. Den einen habe ich wahrscheinlich noch nicht besiegt. Schön, schön. Die Treppe gehen. Okay, oha! Ein verschlossener Raum mit nur einem Rauch zurückblenden. Ja, dieser Kampf wird umsonst sein, aber egal. Ein Kind im Gebäude, das musst du sein. Siegt. Team Rocket, na toll! Ich hab's verloren! Deswegen gewinnt 870 Pokémon und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Team Rocket Trainer mal wieder hervor. Ich muss zum Dingens, zum Pokémon Center. Oha, oha, oha. Das sieht nicht hübsch aus. Die Vergiftungsanimation. Gut. Dann mal schnell zum Pokémon Center und dann versuchen wir uns weiter durch die Slifco zu streiten. Ist wieder topfit, dann. Ja, okay. Wir haben uns schon ein bisschen in den Etagen umgeschaut. Schauen wir uns weiter um. Die Pokémon-Trainer sind ja besiegt. Die dürften ja kein Problem. Okay, da gibt es einen neuen Trainer hier, den wir nach Möglichkeit nicht ansprechen müssen. So, aus Portal. Aufs Feld. Okay, das sieht schon gut aus. Schau mich mal hier um auf der Etage, bevor ich mich weiter beame. So. Bist du Team Rockets? Was? Wer hat denn das Kind reingelassen? Ja. Ich dazu. Jongleur möchte kämpfen. Okay, der ist kein Team Rockets-Typ. Aber kämpft trotzdem. Ja. Von mir aus. Soll auch mal vorkommen. Bringt ein bisschen Abwechslung. Jede Menge Team Rocket-Trübe heute und ein Jongleur. Glut. Jetzt kämpft wieder Glutexo an vorderster Front hier. Der brennt. Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein guter Weg. Ist auch mal gut hier wegen Levels hier mit Glutexo gegen ein 29er Level zu kämpfen. Das macht ein bisschen was. Ja, dann kriegt auch ein paar Erfahrungspunkte. Wenn er es schafft. Okay, Pantomimos zurückgerufen. Glutexo gegen Kadabra. Es gibt ein Abra, ein Kadabra, ein Simsala, aber leider kein Dünn. Und dreimal schwarze Karte gibt es auch nicht. Psystrahl. Du kannst dreimal Nachtara im Team haben. Das ist dann ein schwarzer Kater. Wenn es ein männliches Nachtara ist. Dann musst du nur noch dein zweites Kadabra binden. Und das passt nicht ins Team. Du darfst ja nur sechs Pokémon haben. Drei Pokémon wären ein bisschen wenig. Erreicht Level 28. Okay, Pantimos hat einen schwarzen Pokémon-Ball als Symbol. Okay, das kriegen wir auch noch, trotz schwachem Level. Hau rein, Zerschneider. Das gibt Erfahrungspunkte. Yay! Besiegt Jongleur. Nein, das Kind hat mich besiegt. Gewinnt 1015 Pokémon und geht siegreich aus dem Kampf hervor. Okay, nach diesem Gebäude können wir uns wieder einiges leisten. Das ist mal schön. Okay. Da müssen wir wahrscheinlich nicht vorbei, aber.
auf das Portal. Ach, hier waren wir schon. Der Typ hier. Den kennen wir schon. Und der versperrt den ganzen Weg hier. Hm. Wahrscheinlich sind wir hierher gekommen. Und darauf. Es ist nett, dass du mal vorbeischaust. Immer gerne. Bei dir schaue ich auch gerne mal vorbei. Mit einem Pokémon. Okay, ja. Das können wir uns mal gönnen. Machok. Schlock. Eine Wasserattacke. Nämlich Blubstrahl. Lock. Blubstrahl-Lock. Genau. Um mit drin zu bleiben. Machok setzt Fußgekock ein. Volltreffer Rock. Nee, das ist er aber nicht. Hör damit auf. Aquaklar Rock. Nee, das bringt nicht sehr viel Rock. Ja, es wird albern, es wird albern. Aber muss auch mal sein. Ist hier eh schon langweilig. Da muss man es auch mal albern angehen. Volltreffer. Schlock wurde besiegt. Ja. Und was sagt Smetpo dazu? Smetbo antwortet hoffentlich mit einem Angriff. Konfusion, das soll ja sehr viel bringen gegen Steintypen. Ja, es hat was gemacht. Attacke ist sehr effektiv. Machok wurde besiegt. Team Rocket wurde besiegt. Also Team Rocket trüb. Das ganze Team Rocket haben wir leider noch nicht besiegt. Und weiter geht's. Carbon. Treppe weiter. Ja, hier waren wir definitiv schon mal. Ich habe mich verirrt. 12 Uhr mitternachts. Nach rechts und mal ein bisschen. Ich habe mir mal ein bisschen helfen lassen. Ja, wenn ich nicht zurecht finde, mach ich das hier. Ich würde mal sagen, den brauchen wir hier. Schaut, ein Kind läuft im Gebäude herum. Kämpfen wir gegen den hier. Den brauchen wir, um weiterzukommen. Arbok. Ich hatte einfach keine Bock mehr und habe gegoogelt. Ja, hahaha. Die komplette Lösung. Ja, ist ein bisschen unfair. Ist ein bisschen geschummelt, aber was soll's? Ist ja nur ein Let's Play. Ich soll es euch ja zeigen. Hat ja die vorführende Funktion, wie man wo lang kommt. Da ist es relativ wurscht. Ist irgendwie ein Blinds Let's Play, aber naja. Shit happens. Blind Let's Play sollten eigentlich auch so sein, dass ich rumirre. Aber ja, das macht euch auf Dauer dann doch auch keine Spaß, wenn ich hier zwei Parts hier und drei Parts hier in die falschen Richtungen laufe und alles falsch mache. Ihr habt jetzt schon gesehen, wie ich was falsch gemacht habe. Wie ich hier viel rumgehört bin. Dann ist jetzt auch mal Zeit für den richtigen Weg. Level 29. Besiegt Team Rocket. Manche mögen jetzt rumheulen. Aha, dann ist das doch nicht dein Let's Play. Dann hast du das doch nicht richtig gemacht. Aber komm schon, Leute. Türöffner gefunden. Oh, was für ein Wunder. Damit können wir jetzt alle möglichen Türen öffnen. Ja, aha. Und zwar die richtige Tür. Die richtigen Türen, die wir benötigen, um zum Chef zu kommen. So. Hier müssen wir eine Tür öffnen. Scheint so, als ob wir hier durch müssen. Ah, den haben wir schon. Türöffner. Bingo! Der Türöffner hat die Tür entriegelt. Da können wir jetzt durch. Den Teleporter müssen wir wahrscheinlich nehmen. Bingo! Auch die Tür haben wir geöffnet. Tür ist entriegelt. Da gibt es ein Item und einen Teleporter. Teleporter zu
einen weiteren Rüppelkampf. Muss nicht sein. Ja, da gäbe es, glaube ich, etwas, was wir bräuchten, aber lassen wir es bleiben. Hypertrank, das können wir sehr wohl gebrauchen. Ich nehme mal diesen Teleporter hier. So, wo sind wir hier? Denn schauen wir uns mal. Was, Gary? Was hat dich hier aufgehalten? Zwergi. Mein Rivale. Der kommt aber plötzlich. Ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Ich schätze, Team Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in Safronia City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Ein Kampf. Ja gut. Gary möchte kämpfen. Unser Team ist noch weitgehend gut geheilt. Ja, ja, akzeptabel. Das scheint doch schon der richtige Weg zu sein, wenn hier und der Rivale kommt. Dann kann das doch hier nur. Kann das hier nicht auf dem Holzweg sein? Können wir nicht auf dem Holzweg liegen? Zerschneider! Gib dein bestes, Lutexo. Ja, ich weiß nicht, was dein bestes ist, aber das hier scheinbar. Dann versuch ich es mal mit Georock. Vielleicht bist du ja irgendwie effektiv gegen Sandama. Erzbeben, ich weiß nicht, ob das was bringt, aber Erzbeben, versuch es. Sternschauer. Attacke ist nicht sehr effektiv. Erdbeben ist hoffentlich sehr effektiv. Na komm. Hui. Okay, das bringt etwas. Etwas, aber nicht alles. Zieht einiges ab. Aber nicht ganz so KP. So, da haben wir ihn. Der nächste, bitte. Gibt es einen nächsten? 37. Oha, es gibt sogar mehrere nächste. Es gibt noch vier nächste. Nein, ich möchte weiterkämpfen. Austos. Sieht gerade sehr gut aus. Ich versuche es mal mit Schaufler, obwohl ein Wasser-Pokémon. Mal schauen. Ist zumindest kein Flug-Pokémon. Was zum Henker? Das war ja wohl sehr effektiv. Wasser gegen Gestein, ja. Da weißt du warum. Ich habe hier einen Hypertrank, den setze ich sofort mal ein. Obwohl war vielleicht nicht so klug, weil das sind Attacken, die machen die sofort alle. Scheinen sehr stark zu sein. Oh, weil, ja, Hypertrank verschenkt. Darf ich noch einmal einsetzen? Nein, darf ich nicht. Das war's mit Georock. Muss ein anderes Pokémon her. Und den Hypertrank, den ich gerade bekommen habe, habe ich verschenkt. Ärgerlich. Fliegen. Vielleicht bringt das was. Komm, komm, komm. Aurora-Strahl. Aurora-Strahl. Stand da. Mal schauen. Komm, 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 komm. Halt aus, halt aus, halt aus. Oh, fuck. Was ist denn das für eine Attacke? Aurora-Strahl. Will ich auch. Ist aber effektiv. Aurora-Strahl. Meine Fresse. Ging daneben. Zum Glück. Aurora-Strahl. Und da war es um Tauburger geschehen. Mei. Was kann dieses Pokémon hier? Sehr viel kann es. Smetbo. Konfusion. Versuch's mal damit. Sind ja nur noch weniger KP. Boah, endlich besiegt. Alter. Magneton. Mal hier nicht solche OP-Gegner hier in den Kampf schicken. Würde ich dir sehr denken. Konfusion. Ich versuch's mal damit. Obwohl, ja, das war schwach. Habe ich Beleber in der Itemsbox? Wahrscheinlich nicht. Alter, der ist aber stark, der Gegner. Unser Rival ist sehr stark geworden. Sehr stark. Halt. Ich nehme lieber Schluck. Schluck kann vielleicht etwas mehr anrichten. Auch liebe Grüße von mir ausrichten. Donnerschock. Hoffentlich nicht sehr effektiv. Ich sagte hoffentlich nicht sehr effektiv. Mei! Es ging bei Team Rocket besser. Nur noch Pikachu ist da. Ja, so viel dazu. Donnerschock, ja, das wird relativ wenig bringen. Angst.
Einmal Ruckzuckhieb, das ist das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, dass das hier irgendwas bringt. Ich glaube, Lutexo ist der Beste hier im Kampf. Ich glaube, der ist der geeignetste. Ruckzuckhieb. Yay, das sieht nicht sehr gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht schlecht aus. Das wird doch nix. Das wird doch nix. Das wird gar nix. Ruckzuckhieb. Na komm. Na komm, na komm. Hier kann ich doch ja nichts erreichen. Mit diesen Attacken. Ein Donnerblitz. Ich kann es damit mal versuchen. Pikachu ist verwirrt. Ich glaube, das bringt ein bisschen mehr, aber auch nicht sehr viel. Eieieiei. Au. Gleich ist es umgeschehen. Setz noch eine Attacke ein. Verteidige dich bis zum Schluss. Und da war es um ihn geschehen. Pikachu wurde besiegt. Alle Pokémon von Zwergi wurden besiegt. Auwei. Lasst ein Abo da, wenn es euch irgendwie gefallen haben sollte. Ja, wir hören hier an derselben Stelle auf wie im letzten Part. Geht's im nächsten Part. Dort, wo wir aufgehört haben. Habt noch eine angenehm frostige Zeit. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Part von Pokémon Gelb mit dem Zwergenfürst. Dann geht's weiter beim Rivalen. Bis dahin. Ciao, ciao.